Neues tut sich in der Wagener Galerie. Noch bis vor kurzem klaffte eine Lücke hier im Warenhaus nach dem Weggang der Osiander Buchhandlung. Mit einer neuen Filiale des Schuhhändlers Dielmann ist die Erdgeschossetage wieder komplett. Bei der feierlichen Ladeneröffnung wurde deutlich, dass sich hier die beiden richtigen Partner gefunden haben. Wir haben uns vom ersten Minute an gut verstanden. Wir sind zwei Unternehmer, die voll haften für das, was sie tun, für ihre Unternehmen. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir sehr schnell einen Mietvertrag geschlossen haben und das hier gemeinsam entwickelt haben. Der Modehauschef weiß, warum das mittelständische Familienunternehmen aus Darmstadt besonders gut in seine Wagener Galerie passt. Gemeinsamkeiten sieht er im aktiven Umsetzen innovativer Ideen, aber auch beim Druck für neue Unternehmungen selbst Verantwortung zu übernehmen. So wurde kurzerhand ein Loch in die Decke geschlagen, welches über eine Rutsche die Kindermodenabteilung im ersten Stock mit dem Erdgeschoss verbindet. Es ist sogar ein teures Loch geworden, kann ich sagen, denn so eine Rutschbahn zu bauen, man wundert sich hinterher, was da für Rechnungen zustande kommen. Aber wir sind ganz glücklich, dass wir etwas geschaffen haben, was mit Sicherheit eine Attraktion für die Kinder darstellen wird und was somit also auch dieser Fläche hier oben in der ersten Etage, wie auch unten bei Dielmann in der Kinderschuhabteilung, eine echte Attraktion sein wird. Auch Oberbürgermeister und Firmenchefs wollten sich einen Ritt auf der Rutsche zur Einweihung der neuen Filiale in der Wagner Galerie nicht entgehen lassen. Das war wirklich eine große Freude. Wir haben in anderen Häusern auch große Rutschbahnen, aber so eine große wie hier in kaum einem anderen Haus. Und deswegen wollten wir es beide auch mal ausprobieren. Ich bin selber noch nie runtergerutscht. Es macht richtig viel Spaß. Ich wusste gar nicht, wie schnell das geht. Also ein Erwachsener ist sehr schnell da unten und man kriegt ganz schön Tempo drauf. Also ich kann es jedem mal raten, mal zu testen. Und wir wollen halt einfach den Kindern auch ein Highlight bieten hier in der Innenstadt von Baden-Baden. Aber der Schwerpunkt sind unsere weiblichen Kunden. Also die modische, die hochmodische, auch zum Teil sehr exklusive Ware, die wir anbieten, wird den Löwenanteil unseres Umsatzes ausmachen. Dazu gibt es modische Highlights exklusiv für Kundinnen in Baden-Baden. Wir haben einige Kollektionen ganz gezielt für den Standort hier gekauft. Auch in sehr enger Abstimmung mit dem Herrn Wagner und seinem tollen Textilhaus. Die Großzügigkeit geht weiter. Nach dem Motto Tu Gutes und sprich darüber wurden die Einnahmen des ersten Tages als Spende an den Schulsozialfonds sowie an den Baden-Badener Tagesmütterverein Max und Moritz weitergegeben. Unternehmer engagieren sich für den Einzelhandel, für die Innenstadt und für den guten Zweck. Initiative mit Beispielcharakter. Die Wagener Galerie ist täglich bis 19 Uhr geöffnet.